Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von heute. Ein herzliches Willkommen zurück zu Cube Escape von Rusty Lake in den Ermittlungen von Case 23. Ha. Kapitel 1 hatten wir in der letzten Folge durch. Da hat mir der Kopf geraucht. Jetzt ist eine neue Aufnahmesession. Ich hoffe, dass ich wieder fit bin und begrüße euch auch mit meiner Fresse. Kapitel 2 von 4, die Ermittlung. Monatelang konnte ich an nichts anderes denken als an die Geschehnisse, die sich nach dem Fund der toten Frau ereigneten. Was ist Rusty Lake? Ich sammelte alle möglichen Informationen und verschanzte mich in meinem Büro. Ich wollte mehr über Rusty Lake und diese mysteriöse Frau herausfinden. Dann werden wir das auf jeden Fall machen, ihr Lieben. So. Ach du Schande. Was ist das? Ein Riss in der Wand? Okay, eine Tafel. Hallo? Ist da was? Hä? Achso. Da haben wir einen Spiegel. Na, da ist schon wieder der komische. Ich sehe müde aus. Willst du einen Kaffee haben? Ich habe einen Kaffee hier, Leute. Also, Prost. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal Sachen suchen, bevor ich dir helfen kann. Da ist einmal Wasser. Kann man da irgendwas einsammeln? Nö. Was ist da? Servus, Polizeibeamter. Da ist irgendeiner. Schaut schlecht aus. Lass den Kopf nicht so hängen. Gib mir deinen Knüppel, Kollege. Also ich hab da irgendwie nicht wirklich was. Schon wieder ein Fernseher. Ah, was ist das? Da haben wir ein Papier. Okay, was steht da oben? The numbers appeared above the lake. A, B, C. Okay, ach du Schande. Was tut sich hier? Hier tut sich ja mal nichts. Da, was haben wir da drin? Einen Kaffee. Na, den kann man gleich malen, den Kaffee irgendwie. Der eine sieht müde aus, der braucht einen Kaffee. Was ist das da unten? Ah, noch ein Papierschnipsel. The time stopped. Aha. Was ist das da? Ach du Schande. Leute! Ich finde das nicht gut. So, da haben wir mal die ganzen Laden. Was haben wir da? Da haben wir eine Landkarte. Da haben wir einen Tacker. Rasiermesser, Entschuldigung. Tacker. Entschuldigung. Und einen Kaffeefilter. Ich muss einen Kaffee kochen, Leute. Oder? Was haben wir da oben? Rasierklinge? Vielleicht zum Rasiermesser, zum Aufschrauben das? Nö. Das wird sich jetzt nichts bringen mit dem, was ich habe. Schau da mal. Oh, meine Fresse. A, B, C. Okay. The Mill, also die Mühle, the Mill ist Englisch, heißt Mühle. Auf C. Bridge, die Brücke haben wir auf B, auf der Linie, auf dem B-Knoten. Also das ist ja nicht. Oh, Leute. Cave sind die Klippen. Cabin ist ein Hütchen. Chapel ist so eine Kirche. Haus, ich glaube. Der alte Mann ging am See entlang. Haben wir das einmal? Als er zur Mühle kam, blieb die Zeit stehen. Über dem See erschienen Zahlen. Über dem See erschienen Zahlen. Okay, keine Ahnung. Das habe ich jetzt einmal. Da ist die Kaffeemaschine. Schau da mal. Filter kann ich da reingeben. Da brauche ich Wasser, schätze ich mal, dazu, ne?
leere Kaffeekanne, die stelle ich einmal darauf. Ich brauche Wasser, Leute. Also brauche ich irgendwas? Da meinen Schraubenzieher. Wieder Papier mit Zahlen. Und Marker. Oh, meine Fresse. Okay. Landkarte, Papier mit Zahlen. Schreibmaschine. Ah, nö. Kann ich das nicht weggeben? Ürti. Nein, Leute, ich will das nicht. Okay, das geht eh automatisch wieder. Achso, da, ne? Oder da? Keine Ahnung. Gehen wir mal nach oben. Was haben wir da? Einen Ventilator. Okay. Ah, ich weiß schon, für was ich den Schraubenzieher brauche. Den Schraubenzieher brauche ich für die eine Platte da drüben. Da war ja eine Platte, schau doch mal. Das brauche ich. Zack, zack, zack und zack. Meine Katze. Leute! Willst du, soll ich dich anmalen? Soll ich dir einen Bart malen? Hallöchen, Katze. Schaut sie so, jetzt schaut sie normal. Jetzt schaut sie wieder so. Okay, ja, ich habe noch nichts. Willst du eine Rasierklinge haben? Ich meine nur, dass ich dir die Haare rasiere oder sowas. Ich brauche sicher Katzenfutter für die Katze. Kann das sein? Da haben wir einen... Was haben wir da? Landkarte. Okay, da ist die Mühle. Also das ist die Brücke. Was haben wir da? Papier mit Zahlen. Oh, meine Fresse. Aber ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Schaut da mal. Weil da drüben ist nämlich... kann ich da was aufschreiben? Na. Ah ja, oh ja. Ah, Leute. Löschen wir mal wieder. Ich habe keine... Das mache ich nachher, weil ich habe nämlich eine Idee, Leute. Schaut da mal. Mühle ist C. C ist die Mühle. Ich fotografiere mir das einmal ab, Leute. So. Ich fotografiere mir das einmal ab, heben wir das da auf. Weil ich glaube, ich muss nämlich darüber gehen. Warte mal, habe ich da schon reingesehen? Ja. Genau. Da gebe ich das einmal drauf. C ist die Mühle. Das ist 6. Die Mühle ist 6. 1 haben wir was? Haus? Nö, das Haus ist gar nicht abgebildet. Da ist nur abgebildet C, B, A. Leute, das ist nicht ohne. Da haben wir die Mühle. Dann haben wir, was haben wir? A, haben wir die Kabine. Das ist ja, Kabine ist so ein Landhäuschen oder was? Das ist da oben. Neun.
Dann B ist die Brücke. Das ist 8, 9, 8 und 6. 9, 8, 6. Ist das irgendein Code? 9 walked beside the lake. As he approached the mill, the time stopped. The numbers appeared above the lake. Hütte. Okay, wartet mal ganz kurz. 9 8, 6 haben wir normalerweise, oder? Gibt es eine? 9, 8, 6. A, 9, 8, B, C, 6. Okay, stimmt das jetzt nicht? Sieben, acht, sechs vielleicht. Sieben, acht, sechs. Nö. Es ist total komisch. Sieben, acht, sechs kann es auch nicht sein. Neun. Ist da oben 9. Vier, die Brücke und 6. 9, 4, 6. Vielleicht ist das richtig. Neun, vier, sechs. Ah, wartet mal ganz kurz. In der Verbindung. Der Weg von A nach B. Also Leute, das ist ja wirklich heftig. Schaut einmal. Die Kabine. Ich lese mir das noch einmal durch. The old man walked beside the lake. Also der alte Mann spaziert neben dem See entlang. Ne? As he approached the mill, als er die Mühle erreichte, stoppte die Zeit. The numbers appeared above the lake. Das heißt, er spazierte dem See entlang. Ich schätze mal Brücke. B, C, stoppte die Zeit. Also, die Rasierklinge. Also da, ich brauche mal ein Wasser. Kann man das irgendwie runtergeben? Okay, da habe ich sonst nichts mehr.
Kann man da mit der Katze was machen? Soll ich dich anmalen, Katze? Rasierklinge hat er auch nicht genommen, ne? Boah, Leute! Da ist die 9 fett markiert. Er spazierte den See entlang. Also er geht Mühle, da St ich habe keine Ahnung, Leute. Also boah, das ist heftig. Ja, was? Brauchen Sie eine Rasierklinge? Machen wir das nochmal zu hier. Keine Ahnung. Ach Leute, ja, ich tue immer wieder zusammensteinen, wenn ich länger brauche oder so. Keine Ahnung. Der will irgendwas. Er sieht auf jeden Fall müde aus. Da braucht er ja normalerweise einen Kaffee. Aber ich habe keinen Kaffee. Ah, cool. So, und jetzt? Schön glatt. Was bekomme ich jetzt? So, habe ich jetzt einen Bart bekommen oder was? Rasiermesser. Kann ich jetzt da irgendwas machen? Ah! Schau da mal. Ja, schau da mal, es verstopft das Ganze. Junge Krähe habe ich bekommen. Für was brauche ich eine. Ah, da kann ich die Katze damit füttern, schätze ich mal. Servus, kriegst du eine Krähe? Ja, dann friss. So, was bekomme ich jetzt von dir? Hallo.
Hast du da jetzt... Achso, der hat eine... Ah, jetzt ist sie wieder weg. Ja, was haben wir da? Eine Karotte? Ein Ei habe ich bekommen. Was ist das da? Blut. Gacki. Für was brauche ich jetzt eigentlich das Ei? Das ist die Frage. Das Ei? Wartet mal ganz kurz. Wasser. Kaffeekanne mit Wasser. Somit, Leute, das ist genial. So, jetzt kann ich das runterstellen. Achso, ich muss das Wasser da reinleeren. Zack, und jetzt. So, da. Ja, Leute. Es kriegt der Kaffee, der komische Kerl, der sieht müde aus. Also immer wieder nicht wundern, wenn ich so immer wieder schneide, weil die Aufnahme geht jetzt da momentan 26 Minuten gerade. Im Gesamt, also diese Folge. Und es schneit immer wieder rein, also deshalb ist es ein bisschen kürzer. Jetzt habe ich eine Kaffeekanne mit Kaffee. Und den werde ich wahrscheinlich dem Bild geben müssen. Dem Spiegel. Du kriegst da mal einen Kaffee. Schön glatt. Du willst keinen Kaffee? Warum willst du keinen Kaffee? Du siehst müde aus. Wen muss ich dann den Kaffee geben? Ah, wahrscheinlich den Polizisten. Hi. Oder dem da, weil der schlaft gerade. Hä? Okay. Komisch. Den Kaffee. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es absolut nicht. So. Kaffee habe ich jetzt fertig. Ah, okay. Verstehe schon. Den Kaffee, den kann ich da reinleeren. Ha, Leute. Passt. Verdammt guter Kaffee. 247. Leute. Ja, 247. Das ist cool. 247, Leute. Und somit. 247. Schaut mal. Wow. Hallo? Okay. Der ist weg. Du Vogel. Ah. Da habe ich einen schwarzen Würfel. Oh mein Gott, der ist aufgehängt. Boah, es hat mich geschreckt. Schwarzer Würfel, den brauche ich. Für was? Wo soll ich den einsetzen, den schwarzen Würfel? Schwarzen Würfel, den habe ich mal. Willst du den haben? Den schwarzen Würfel? Ja, dann muss ich das noch mit der Mühle machen. Genau, dann haben wir da mal ein Ei. Also mit dem werde ich auch nicht schlau. So, ihr Lieben, aber dann werden wir mal die Folge lassen und werden wir die Case 23 hier, das Kapitel 2, in der nächsten Folge weitermachen. Also bleibt dran, sei weiter dabei, wenn es weitergeht.
bis zum nächsten Mal. Game over und ciao.